Ulrich Deppendorf in Berlin. Die umstrittene Zusammenarbeit von BND und NSA habe die SPD zu verantworten, hört man heute aus der Bundesregierung. Was ist da dran? Also es ist natürlich auch ein Stückchen Wahlkampf, aber der Reihe nach. Im Jahre 2002 gab es ein Abkommen zwischen der Bundesregierung und den Amerikanern, dass die deutsche Seite der BND die Station in Bad Aibling übernehmen könne und auch sollte und hier sozusagen Aufklärung stattfinden könnte. Der Spiegel hatte berichtet über die Unterlagen von Herrn Snowden, dass 500 Millionen Daten von der NSA hier in Deutschland angezapft worden seien. Nun stellt sich heraus, diese Daten kommen vom BND, der gemäß dieser Vereinbarung aus dem Jahr 2002, die wohl jede Regierung ein Jahr nach 9/11 auch abgeschlossen hätte, egal welcher Couleur, diese Daten kommen vom BND und sind nicht von den Amerikanern richtig abgeschöpft worden. Unabhängig von dieser Frage muss man natürlich weiter fragen, was ist eigentlich wird mit PRISM, was ist dort noch passiert und was ist passiert mit dem englischen Programm Tempora. Dort glaubt man nun und hofft man nun, dass am Montag mehr dort von Kanzleramtsminister Pofalla bei der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollausschusses mitgeteilt wird. Ja, für diese Informationen vielen Dank nach Berlin, Ulrich Deppendorf.